Willkommen zurück zu Paper... falsch. Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Warum? Wie komme ich jetzt auf Paper Mario? Nur weil ich im letzten Part, glaube ich, kurz über Paper Mario geredet habe. Oder im vorletzten oder vorvorletzten Part. Keine Ahnung. Wir sind gerade hier in den Katakomben, weil wir wollten eigentlich nach ganz oben. Nur ein scheiß Kettenhund hat die Röhre manipuliert. Oder ist gegengesprungen und dadurch hat sich das ein bisschen verrückt. Und wir sind nach unten, statt nach oben. Ja, und jetzt sind wir hier. Allerdings können wir hier... Ist hier auf jeden Fall eine Röhre. Und ein paar Items. Wonderpilz. Nochmal ein normaler Pilz. Da kommen wir bestimmt jetzt hier in den Anfangsbereich, genau. Theoretisch könnte man von hier aus wieder zum Pilzpalast zurückkehren. Aber nein. Wir gehen wieder runter. Wäre ja ein bisschen zu einfach, oder? Dann let's go. Aber wir haben jetzt zwei der drei Röhren schon aktiviert. Bedeutet, die letzte Röhre, das wird wohl kurz vorm Endgegner hier sein, keine Ahnung. Oh, vier Blumenmixer, sehr schön. Blumenmixer, die kann ich gut gebrauchen. So, Erstangriff, wunderbar. Sind dieses Mal nur zwei Gegner, das passt eigentlich. Und dann können wir hier mal ein bisschen kämpfen. Nein, zu früh gesprungen. Ein bisschen zu früh gefreut, so nach dem Motto. Ja, ah, war da klar, dass es zurückgeht. Haben wir bisher... Also das war jetzt das erste Mal, dass wir hier einmal das abwehren konnten. Aber es kam ja wieder zurück. So. Jetzt auf ein neues. Wieder auf Luigi. Ah, Mann. Das ist schwierig. So, tschüss, Opa. Und der hier ist ja auch kein Gegner. Und tschüss. Ja, an sich nicht schwer. Ich finde das eher ein bisschen doofer, wenn hier vier Gegner sind. Aber auch nur, weil es halt auch viel Zeit kostet. Und ehrlich zu sein, ich habe da dann auch nicht so die Lust, da so viel Zeit zu verbringen. Oh, plus 6, sehr schön. So, dann... Angriffswert könnte man erhöhen. Ne, Geschwindigkeit noch mehr. Ja, Geschwindigkeit, wieder plus 3. Mann, 2 Uhr letztens ist es auch schon mal so. So, dann kann man hier was drehen und hier gibt es noch einen neuen Gegner, den wir eigentlich schon oft gesehen haben jetzt, aber nicht einmal mit gegen ihn gekämpft haben. So, erstmal der hier weg. Den habe ich gar keinen Bock. Wir hatten, glaube ich, schon mal eine andere Art von diesen Fly Guys hier gesehen. Fly Guys sind das ja nicht. Was sind denn das hier? Was jetzt? Ey! Oh, die Werte wurden erhöht. Was sind das hier? Goal Guys. Okay, eine Art davon. Boah, toller Treffer und trotzdem nicht ganz besiegt. Interessant, dass der Kleine den Großen wiederbeleben kann. Aber daher muss er jetzt auch mal ganz schnell weg. Oh, tschüss. Nein, Mist. Ja, die Angriffsschemen von den Goldgeistern oder Gold-Scheiß, so, die kennen wir ja. Das ist ja nichts Neues. So, dann gibt es hier Taschenbord 2 Stück. Dann geht es hier für die Babys rein. Dann machen wir mal so. Ja gut, machen wir ruhig hier weiter. Ah, da bauen wir die Platten-Babys. Dann mache ich euch mal platt. So, was ist das da für eine Lampe? Interessant. Hier geht es bestimmt wieder höher. Nein, geht es nicht. Nee. Aber hier wahrscheinlich. Ja doch, hier. Viel, viel höher. Uiuiui. So, hier geht es nach rechts und dann hier kann man wieder hoch. Aber da gab es noch andere Wege, da will ich dann gerne gleich erstmal hingehen. Erstmal den Knopf hier betätigen. So, dann will ich da nochmal rein. Ich muss da wieder, die müssen wieder platt sein. So, hier schnell rüber. Bestimmt gibt es hier bestimmt nochmal irgendein Item.
Vielleicht irgendwie ist auch eine Ausrüstungsgegenstand, so ein Ohren oder eine Hose. Ich weiß es nicht. Mal sehen. So, hier runter. Ja, hier gibt es was. Ah, Weltallhosen, geil. So, jetzt ist schnell wieder hier hin, weil was vorbei ist. Ah, okay, und hier diesen Bereich kennen wir. Aber vielleicht gibt es noch was anderes. Weiß es nicht. Schauen wir mal nach ganz rechts. Hier runter. Jetzt. Gut, da waren wir jetzt hier. Ja, und sonst gibt es weiter nichts. Falls es da noch zwei andere Eingänge gibt, wofür ist denn das? Ach, das sind einfach nur Ausgänge, falls man. Ah, okay. Gut zu wissen. So, Weltallhosen haben wir bekommen. Die dürfen wir jetzt hier nicht vergessen. Wir hatten auch schon mal Weltallhosen. Genau. Nochmal eine zweite. Da senken können sich aber die KP von von Luigi um 20. Dafür alles andere erhöht. Ich nehme das trotzdem. Ja, gut, jetzt nur 130 KP sind ja immer noch viel. Hat jetzt Luigi einen ordentlichen, besseren Angriff. So, hier ein bisschen Geld. Nehme ich mit. Und dann geht es jetzt hier weiter. Okay, so ein Spielchen schon wieder. Das kennen wir doch auch. Genüge. So, Genüge. Muss man hier sammeln? Muss man hier überhaupt irgendwas sammeln? Ist bestimmt wieder irgendwo Geld oder so. Ja, genau. Aber keine Diamanten oder so. Ah, mein. Oh, hier gibt es aber auch Items. Das gefällt mir doch. Rote Panzer und ein bisschen Geld. Dann hier gleich mal runterspringen. Ich weiß nicht, gab es hier noch weitere Items? Stimmt. Aber gibt es hier irgendwie einen Block, dass ich die Babys wieder zurückholen kann? Ich glaube nicht. Das ist natürlich dann doof gelaufen. Aber jetzt, wo ich nach oben geschaut habe, da vorne. Ich geh nochmal hier nach oben. Da ist, glaube ich, wirklich nichts mehr. Nee. Kann ja hier so ein bisschen hier das nachschauen. Da gibt es noch eine größere Münze, aber mehr auch nicht. Okay, gut. Dann bin ich ja zufrieden. So, hier. Gibt's eine Brücke? Ah, somit kommen wir auch dann zurück, so gesehen. Gut. Aber da gab es eh nur Geld und wegen Geld. Da bin ich jetzt nicht hinterher. So, die Kanone hier, die kennen wir doch auch schon. Erster Kampf, sehr schön. Boah, vier Gegner. Was machen wir? Machen wir einen Blumenmix mal? Ja, doch. Hier einen Blumenmix mal auf alle. Ich habe nie so wirklich Bock, nämlich auf vier Gegner, weil es immer so viele sind. Und hier diese Go-Geister, die machen auch ordentlich Probleme. So, sehr schön. Leider war es jetzt kein Super, aber egal. Besiegen wir mal einen von den beiden. Dann sehen wir mal, was der auf Kasten hat. Der hat nichts auf Kasten. Doch jetzt. Er hat nur auf dem Kasten seinen Großvater hier zu be wieder zu beleben. Mehr hat er nicht auf Kasten. Okay. Dann wirst du jetzt besiegt. ...560 XP. Und eine Kopierblume dabei. Wieder vier Stück. Mann. Dann setze ich jetzt ein Trampolin ein. Ah, wieder. Alles sich geändert. Mann. So. Ich hoffe mal, die Goldgeister werden besiegt. Boah, beinahe hätte ich mich verdrückt. Ich hab's gerade gemerkt. Boah, wieder beinahe. Nein. Nein! Das war ein bisschen fail am Ende. Aber dieser Go-Geist ist verwirrt. Das finde ich doch ganz gut. Kann ich hier mal einen angreifen? Ist der besiegt? Nee, leider nicht. Okay. Oh, lol. Ach, Mann. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ach, ich krieg das nicht hin. Wir Schleiererfahrung. So. Ja gut, jetzt ist dieser Goldgeist wieder da. Ist jetzt ein bisschen schlimm.
Sehr schön. An sich ist der ja auch nicht schwer. Und der kann halt die Stats der anderen pushen. Das würde ich eher vermeiden, eigentlich. So, toller Treffer, sehr schön. Wunderbar, der Großvater ist weg. Ah, toll. Mann, ist das unfair. Haben wir halt jetzt auch weniger Schaden und er macht halt mehr Schaden. Das ist schneller als wir. So, aber er kann gerade nichts machen. Wunderbar. Und dann ist er somit weg. Easy den Kampf gemacht. Das Trampolin war vielleicht nicht das beste Trampolin, aber Level 29 springt trotzdem raus. Ah, Geschwindigkeit, wie das erhöht wird. So, Verteidigung kann man erhöhen. Oder, ja, wir machen eher den Bartwert. Ah, Geschwindigkeit muss ich bestimmt auch früher oder später erhöhen. Wenn man nur da erhöhen kann. Wo es sich auch wirklich dann lohnt. So, hier ist eine 6 mit dabei, hier auch. Überall. Na gut, plus 4 für KP. Ist ja nicht schlecht. So, dann kann man hier rein. Ah, hier gibt es einen Knopf. Wahrscheinlich um die Kanone auszulösen. Genau. Würde ich mir schon denken. Aber da ist noch ein Weg nach oben. Oh lol. Ich möchte hier zurück. So. Blumenmixe, 2 Stück. Komm erstmal, wenn wir das hier aktivieren. Was ist denn hier noch? Ach so, auf dieser Seite. Ah, da kommen wir ja jetzt noch nicht hin. Müssen wir erstmal ohne die Babys hier kämpfen? In mehrere Gegner? Na toll. Kann man Blumenmixe einsetzen? Nein, leider nicht. Schade. Aber Trampolin auch nicht. Mal einsetzen. Dautseier. Machen wir mal die paar Dautseier. Nein! Ich bin ein Vollidiot! Ey, nee! Oh, toller Treffer, sehr schön. Dann mache ich jetzt lieber mal kein Item. Ohne die Babys macht das auch eher weniger Sinn. Können ja jetzt auch keine fliegenden Gegner angreifen. Och nee. Scheiße. Reicht's mal? Ich möchte mal wieder angreifen zufällig. Danke sehr. Eisblumen. Stats senken und generell immer Bashi angreifen. Eigentlich wollte ich kein Item mehr einsetzen, aber jetzt fühle ich mich dann doch gezwungen dafür. So. Dann nochmal Luigi. Also nochmal eine Eisblume, wollte ich jetzt gerade sagen. Sehr schön. 57 KP Heilung. Wunderbar. Und der hier muss jetzt auch noch weg. Tschüss. Ja. War vielleicht nicht die beste Leistung gerade, aber was soll's. So, erster Angriff. Sehr schön. So, 3, okay. Mario kriegt erstmal eine Heilung von einem Superpilz. Max-Pilz haben wir noch nie eingesetzt. Setzt fällt mir gerade ein. Oder auf, wie auch immer. So, die Sets von dem werden eher. Ah, nee, ich hab nicht dran gedacht, dass die Babys nicht anwesend sind. Ich habe gerade Y gedrückt. Ups. Ja, war klar. Sehr schön. Jetzt hat er einen ordentlichen Boost bekommen. Gefällt mir gar nicht. So, Mario greift das mit den hier vorne an. Der ist nämlich weg. Und Luigi, wir werden einen grünen Panzer einsetzen. Toller Treffer, sehr schön. Nein! Mist. Ups. Das war fail. Na komm, jetzt hier den mal hier besiegen. Ich habe keinen Bock mehr auf den. So, gar keinen Bock mehr.
Danke, Luigi. So, und jetzt bist du dran. Kleiner Zwerg. Hui. Aber es waren die letzten Kämpfe jetzt nur mit den beiden großen Brüdern erstmal wieder. Hier gibt es... Ah, jetzt können wir die Babys herholen, aber... Was ist mir denn das? Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Wie wär's denn mal damit? Ja, wunderbar. Weil dann kann man... Können wir mit den Babys das hier aktivieren. Und dann gehen die Brücken hier runter. Sehr schön. Eben noch vom Rätselstand ist es jetzt gelöst. Und was ist denn da oben jetzt? Und wo war hier noch ein Raum? Da. Ah, von dort kommen. Ne, Moment mal. Doch, von dort kommen wir, stimmt. Stimmt. So, und dann ist jetzt im nächsten Raum eine Röhre. Was macht die Röhre? Warte, ich muss mal. So. Beziehungsweise, wo gehen wir denn jetzt hier hin? Oh, okay. Das sind die Katakomben von der Vergangenheit halt. Und wir müssen dort nach ganz rechts zur Röhre. So, kleinen Moment. So. Jetzt muss ich nochmal mein Aufnahmeprogramm hier nach vorne holen. So. Ja, diesen Ort kennen wir halt schon. Gibt es hier auch einen Ohrenladen? Ja, durchaus möglich. So, hier erstmal rein. Hier sind giftige Gas, interessant. Na komm her, komm her. Ich möchte, dass er wieder zurückkommt. Er kommt nicht zurück. Geld. Ah, jetzt. Habe ich den getroffen? Ja, geht doch. Oh lol. Er ist sofort besiegt. Hä? Keine Ahnung warum. Ah, der ist. Der schafft, der schafft, der schafft! Autsch! Das kann ein sehr gefährlicher Gegner werden. So, und was ist jetzt hier unten? Wo Mario und Luigi stehen, da war ja eine Brücke. Da müssen wir noch irgendwie hinkommen. Achso, darum war es gerade so komisch. Oder sah das Springen so komisch aus? Wollen wir schön mit dem Hammer hier angreifen? Ist wieder einer weg? Nö. Ach, ich kann doch bestimmt auch auf die drauf springen, oder? Ja, doch. Warum habe ich eigentlich mit dem Hammer angegriffen? Keine Ahnung. Sehr schön. Und. Weg damit. Sind schnelle Gegner, das gefällt mir doch. Wer ruft mich denn jetzt an? Gut, der Part ist eh fast vorbei. Es geht im nächsten Part weiter. Bis dahin und tschüss.